Hallo Leute, willkommen beim LS22 auf der Backroads County. Hier habe ich meine Farm im Hinterland. Wir spielen auf dieser Karte im Livestream und hier für YouTube schneide ich euch die Livestreams in handliche Videos. Wenn ich auf unsichtbare Chatbesuche eingehe, liegt das daran, dass ich beim Spielen mit einem Chat plaudere. Ja, irgendwann mache ich mal einen richtig schönen Mod, der sich mit Wolle beschäftigt. Also natürlich Spinnen weben und Kleider, aber auch Wollmützen und sowas. Ich finde, das fehlt echt noch. So. Auf der Karte habe ich jetzt zwei Höfe. Gut erkannt. Das hier ist mein Haupthof und den anderen habe ich kürzlich übernommen und habe dort praktisch nur Gartenbetrieb und Hühner. Ein Dorffest bei mir im Elsass. Das klingt gut. Und was soll ich dann mit dem Dorffest machen? So. Wolle verkaufen. Oh. Ihr wollt noch was haben zum Ausgeben der Kanalpunkte. Ja. Mir ist da noch nichts Vernünftiges eingefallen, ehrlich gesagt. Viele Sachen, die man machen kann, sagen wir mal so, sorgen in anderen Streams für Stimmung. Und ich krieg dann immer den Schreck meines Lebens. Also wenn das irgendwie so trara, trara, trarö oder hier spricht jetzt der Landgraf oder Alarm, Alarm oder irgendjemand, dies Text-to-Speech, das kann man ja dann auch für, sagen wir mal, für nicht jugendfreie Gruseligkeiten verwenden, um das ist mir ein bisschen unheimlich und ich empfinde es in anderen Streams als störend. Und mir ist noch nichts eingefallen, was ich machen könnte, was irgendwie nicht störend ist, angenehm, erfreulich. Ich kümmere mich da mal um den Helfer, der sich hier im Baum verfangen hat. Oh nö, das hat er jetzt ganz brav gemacht. Sehr gut. Dann müssen wir hier noch das fehlende Stück machen und dann können wir Wolle verkaufen gehen. Und der kann dann die Hirse anbauen. So. Und vielleicht machen wir mal richtig großartige Sachen damit. Ich erinnere mich dran, der Mario Hirschfeld hatte ja, bevor er selber auf Twitch gestreamt hat, so einen automatischen Twitch-Stream über Weihnachten gehabt, wo alles automatisiert war mit Autodrive und so. Und da konnte man mit den Kanalpunkten die Kamera steuern, die dann von Gerät zu Gerät gesprungen ist und die den Blickwinkel verändert hat. Und da war es dann natürlich toll, wenn man viele Kanalpunkte hatte. Und ich habe jetzt zwar nicht vor, so einen automatisierten Stream zu machen, aber wer weiß, was uns noch so einfällt. So. Oh. Ich habe mal wieder ganz viel verpasst. Das lese ich dann gleich mal nach, wenn ich hier diese Reihe fertig gemacht habe und den aufs andere Feld geschickt habe. So. Ja. Schafft er das lückenlos? Ja, relativ, das geht.
Ah, da Helper, du hast von der letzten Jugendparty erzählt. Ja, da haben wir einen schlechten Eindruck hinterlassen. Da mussten wir dann erstmal 20 Jahre Gras drüber wachsen lassen, bis die im Dorf uns wieder regelmäßig grüßen. Oh, Lindner fahren. Du fragst, ob aktuell ein Mod in Arbeit ist. Oh, woher weißt du, dass ich immer so gerne von meinen Mods erzähle? Ja, es ist nicht nur einer in Arbeit. Im Grunde genommen, ja, ich kann es kaum zählen, wie viele in Arbeit sind. So, jetzt werde ich den hier erstmal zusammenklappen. Nein, so schlimm ist es nicht. Also mein alpines Farmgebäudepack, das die Wohnhäuser aus Erlengrad nimmt und zu Farmhäusern, Dekoobjekten und Ferienhäusern macht, mit denen man Geld verdienen kann. Und wo es Unterstände mit Rückwand gibt und Unterstände ohne Rückwand, also so zum Durchfahren. Und ein Silo und eine Kaufstation und so, das nähert sich der Fertigstellung. Und das werde ich einreichen, so im Mottab, sobald die amerikanische Scheune durch ist im Mottab. Und dann bin ich schon in der, sagen wir mal, Planung und Ausprobierungsphase von einem Schafstallmod, wo ich offene Schafställe mache, also mit Zaun, aber auch ohne Zaun, die auch größer sind als die bisherigen Schafwiesen und wo es die ganz normal gibt mit Schafen, die Wolle produzieren und auch mit Milchschafen. Jo, und ich möchte keine extra Schafmilch produzieren eigentlich, sondern normale Milch. Und das muss ich aber erst mal sehen, ob das gut funktioniert. Ich wollte es eigentlich am liebsten so machen, dass man die Milch wie bei Kühen so mit dem Tanker abzapfen kann. Also dass dann keine Milchkannen spawnen, sondern dass man da ja halt eine Ausgabestelle hat. Das ist so schön bequem. Aber das hat nicht funktioniert. Und ja, da muss er sich jetzt aber gleich mal anders überlegen. Ja, er hat es sich anders überlegt. Hier sehen wir jetzt Hirse aus. Gut, das müsste er hinkriegen. Ja, und dann möchte ich halt, wenn man sich hier, wir gehen mal wo Ruhigeres hin. Und dann kann ich euch mal so ein Schafstall werde ich für die Niemandsland brauchen. Und dann mache ich das natürlich auch gleich zu einem Mod. Und ja, den mache ich dann auch so schön, dass er in den Mod-Hub kommt und damit ihr alle was davon habt. Also als Basis will ich hier praktisch den nehmen und einmal in der Variante mit einem anderen Zaun, weil den Zaun finde ich, naja, nicht so schön. Und es sollen dann mehr Tiere reinpassen, denn wenn man sich das anguckt, wie groß der hier ist, so, hier haben wir gerade eine gute Lücke dafür, da passt der perfekt rein und da passen 15 Tiere rein. Und wenn man den großen Schafstall kauft, da ist die Wiese kleiner. Guck mal hier, die ist deutlich kleiner, die Wiese. Aber gibt natürlich noch ein Gebäude dazu. Und da passen 65 rein. Also denke ich, dass man in den Rhein, in die, diese reine Wiese mit gutem Gewissen mindestens 30 Schafe reinpacken kann.
Und das will ich dann nochmal doppelt so groß machen, sodass man da 60 oder 80 Schafe reinpacken kann. Und einmal mit Zaun, einmal ohne Zaun und einmal ohne Zaun mit Schäferwagen. Diese Hühnerstallwagen aus dem LS19 will ich da übernehmen. Und das Ganze einmal für Wolle und einmal eben für Milch. Hallo Somerset, sei gegrüßt. So. Mit Kanalpunkten willst du Albernheiten und Witze vom Hellmaster bestellen? Oh, die liefert der auch freiwillig, ohne. So. Oh, ich habe hier einiges verpasst. Muss ich mal. Dann setze ich mich mal hier in irgendwie einen der arbeitenden Trecker rein. Und wir haben nur einen arbeitenden Trecker, den ich gerade verlassen habe. So. Gehen wir ein bisschen weiter weg und dann lese ich mal den Chat durch. Einfach mehr Emotes. Ja, mehr Emotes werden kommen, auf jeden Fall. Und erst kommen wir alle für ein Autogramm. Ja, da muss ich erst mal, sagen wir mal, wenn ich 10.000 Twitch-Follower habe, dann könnte man mal wieder darüber reden, über Autogramm. Und dann könnt ihr für XYZ viele Kanalpunkte, schicke ich euch dann eins vielleicht. Habe ich bei anderen gesehen. So. Und jetzt lese ich hier mal. Ah, Birgit, dir wird's auch oft zu viel in anderen Streams. Ja, ich krieg oft einen richtigen Vogel. Ich muss dann da oft rausflüchten aus anderen Streams, wenn da so viel Action ist. Ich finde es okay, wenn die da viel Action machen in anderen Streams. Ja, vor allem junge Leute, aber auch manche alte Leute mögen halt einfach, wenn Party im Gange ist sozusagen. Und ja, da ist es gut, dass es solche Streams gibt. Und hier ist jetzt mehr so der gemütliche Abschalt-Stream wie am Lagerfeuer sitzen und ein bisschen plaudern und so. So, das Spiel FS16. Das habe ich nie gespielt. FS18 habe ich mal kurz gespielt. So. Nach dem Lacher. Oh, du willst. Was habe ich gelacht? Und ich weiß gar nicht mehr warum. Ach so, ah, mit dem Dorffest, ja. ich könnte einen Traktor machen, der den geschriebenen Text hinter sich herzieht. Das stelle ich mir schwierig vor, das zu modden. Wie viele Felder gehören mir? Da muss ich mal gucken. So, und ich sehe, ich bin ziemlich zurück, was den Chat angeht. Muss ich mich mal durcharbeiten. Also, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Das ist doch schon ganz gut. Eine Traktorwaschanlage. Denke ich mal drüber nach. Passt momentan, sagen wir mal, nicht in meine lange Mod-Ideenliste rein oder höchstens hinten und das würde dann dauern. Ich wette, das machen andere vorher. Der Weihnachtsmann, ja, der Weihnachtsmarkt, den werde ich als nächstes nach dem Schafstall in Angriff nehmen. Mit dem will ich noch Ende Oktober anfangen, damit er dann auch wirklich spätestens Anfang Dezember im Mod-Hub ist. So, entspannte Musikeinblendung, ja, das gibt es. Ich habe auch Musik, die wir auch hören könnten. Das ist dann so die gemütliche Country-Musik eher.
So, hallo Sweetheart, sei gegrüßt. Ich spiele den LS auf der Backroads County. Und ein Pferdekutschenmod wäre toll, ja. Ja, das ist aber was für Fortgeschrittene leider. Da müsste ich wahrscheinlich erst ein halbes Jahr tüfteln, um das hinzukriegen. Und in der Zeit könnte ich dann keine anderen Mods machen. Und darum ist es erstmal nix. Wahrscheinlich werden andere Modder das deutlich vor mir hinkriegen. Und Skagen, wenn die Mercury Farm und die Ravensberg für den LS22 erscheinen würden. Ich denke mal, auf der Ravensberg würde ich wahrscheinlich ziemlich sicher spielen. Die wird aber wohl nicht kommen, weil die Gebäude nicht mehr verfügbar sind für den LS22 und der Top Ace will die nicht mit den Erlengrad-Häusern machen. Und die Mercury Farm weiß ich nicht, weil ich die sehr, sehr lange gespielt habe. Aber ich wäre wohl in Versuchung. Und ansonsten bin ich schon sehr gespannt, was Alien Jim uns als nächstes kredenzt, so kartenmäßig. Oh, Atzensoldat, du wartest auf das Hörmann-Fanpack. Ja, da gibt's jetzt immer mehr, die darauf warten. Ich denke mal, das werde ich machen, sobald ich das Weihnachtsmarkt-Pack fertig habe. So. Oh, Sommersend. Es ist an dir vorbeigegangen, dass ich jetzt auch auf Twitch bin. Solange bin ich noch gar nicht auf Twitch. Und ja, vor einer Weile habe ich noch gesagt, ach nee, das ist mir zu aufregend, zu anstrengend, keine Zeit für. Und irgendwann dachte ich mir, Mädchen, es wird Zeit, dass du auf Twitch gehst und streamst. Ich wollte einfach auch nicht, ja, so meine ganzen Aktivitäten nur auf YouTube liegen haben, sondern ein bisschen diversifizieren. Ja, und ich habe dann mal versuchsweise angefangen. Es hat mir gefallen und jetzt streame ich regelmäßig auf Twitch. Normalerweise mindestens dreimal in der Woche. Und manchmal sogar viermal. So. Country-Musik, ja, bitte. Ah, Sweetheart. Ich arbeite auch an einer, ja, ich arbeite auch an einer Karte und träume von anderen Karten und würde am liebsten an drei Karten gleichzeitig arbeiten. Ich gucke jetzt mal, wie ich uns die Country-Musik am angenehmsten besorgen kann. So, Moment. Die mache ich dann schön leise, dass die dezent im Hintergrund läuft und dann könnt ihr mir sagen, ob ihr das gut findet oder ob es euch zu viel ist. So, und wo ist sie, meine Country-Musik? Jetzt muss ich sie erstmal suchen. Aber ich weiß ungefähr, wo sie ist. So. So. Und ich kann sie ja auch eine Weile laufen lassen und wenn es dann genug ist, dann können wir sie wieder ausmachen. So, ich hoffe, dass sie jetzt im richtigen Programm startet und nicht zu laut. So. Ich denke mal, das ist eine erträgliche Lautstärke und ihr könnt dann eure Meinung dazu sagen. So. Also, warum es keine Ampeln im Spiel gibt? Ich denke mal, dass sie sich eher auf das Gameplay mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen konzentriert haben und Ampeln würden es ja noch komplizierter machen. Und ja, über meine Karte erzähle ich gleich noch mit Freude und Begeisterung. Oh,
Dankeschön für die Tasse Tee, dann trinke ich doch gleich einen Schluck. So. Oh, heute habe ich noch nicht gesagt, wann die Wunzig fertig wird. Das passt auch zum Thema. Ich arbeite an einer Karte. Paul, auf der Felsbrunn habe ich im LS19 schon so viel gespielt, dass es mich jetzt irgendwie gar nicht reizt, muss ich sagen. So. Diese Musik, die kann ich nicht kostenlos im Stream nutzen. Ich bezahle dafür. Und das tue ich gern, weil mir die Auswahl da gefällt. So. Dankeschön, Fes. Vielen, vielen Dank. Jetzt zur Wunzig. Ja, ich weiß noch nicht, wann sie erscheint. Und ich rechne nicht vor Frühjahr damit. Aber ich kriege manchmal regelrecht Anfälle und dann könnte es auch schneller gehen. Aber es gibt noch sehr, sehr, sehr viel zu tun. Und darum, ich wollte mich jetzt nicht so unter Druck setzen, so nach dem Motto, oh, das sollte dieses Jahr aber noch was werden. Und darum habe ich mir mal gesagt, ich peile so irgendwie das Frühjahr an. Und wenn es schneller geht, bin ich froh. Und das kann bei mir auch durchaus passieren, aber vielleicht dauert es auch länger, wer weiß. Und zu der Frage, du arbeitest an einer Karte, ja, die heißt Wunzig und es ist eine Karte mit einem winzigen Dorf in so einer Mittelgebirgslandschaft mit Hügeln drumherum und einem See und einem schönen weiten Tal. Und das Dorf ist an dem See gelegen und der Hof ist so ein bisschen abseits in der Mitte der Karte. Und momentan arbeite ich daran, die so weit zu kriegen, dass sie schon mal spielbar ist in der ersten Alpha-Version. Dann ist die zwar immer noch sehr, sehr unfertig, aber ich kann euch PC-Spielern die dann schon mal zum Download stellen, dass ihr da schon mal drauf gehen könnt. Rumgucken, ein bisschen Landwirtschaft betreiben. Also das vorher will ich alle Felder offiziell anlegen, dass die halt Feldnummern haben und dass da von den NPCs was angebaut wird. Und ich will mehrere Verkaufsstellen da haben, dass ihr das schon mal fröhlich verkaufen könnt. Und die Farm werde ich erstmal mit meinem alpinen Farmgebäude-Pack bestücken. Und ja, weil ich will eigentlich ein Hofpack selber bauen, ein süddeutsches Farmgebäudepack, aber das wird Monate dauern und darum gibt es da erstmal eine provisorische Variante. Helfer, Helfer, was treibst du? Der sagt bestimmt gleich, er ist fertig mit der Arbeit. Nee. Er macht den gleichen Mist wie vorhin. Er lässt einfach was aus. So. Die Anfälle, ob das die noch häufiger werden, ja, die kriege ich sowieso relativ oft, die Anfälle. Hallo Johnny Schinkennudel, guten Abend. So. Okay, Scherzkeks, ich weiß jetzt nicht, von welchen Playlisten du redest. Ich habe keine Playlist in dem Sinne. Ich habe mir Musik bei Epidemic Sound runtergeladen, weil ich dort bei denen ein Abo habe, wo ich jeden Monat zahle. Und ich habe meinen YouTube-Kanal und meinen Twitch-Kanal da freigeschaltet. Die wissen also, dass ich auf diesen Kanälen diese Musik verwende. Und da suche ich mir unter den 100.000 Liedern was aus, was mir gefällt. Das habe ich auf meiner Festplatte und das hört ihr jetzt. So. Okay, Björn.
Du hattest schon mehrmals von diesem Hugentobler als Annahmestelle geschrieben, auf der Felsbrunn. Ja, gut. Da habe ich jetzt momentan keine Meinung zu. Ich habe aber keine Ahnung, warum der das rausgenommen hat. So. Okay, Easy Vape, da hast du im Prinzip schon recht. Wenn man auf jeder Karte immer dasselbe macht, wird es irgendwann langweilig. Da habe ich persönlich ein bisschen ein Problem mit dem LS22, weil man bei sehr vielen Sachen, die man machen kann, einfach extrem langsam Geld verdient und nicht vorwärts kommt. Das ist was für Leute, die dann ja, jeden Abend nach Feierabend sich 6 Stunden hinsetzen und gerne an einem Safe Game ein Jahr lang spielen oder so. Da kommt man dann schon vorwärts. Aber mit meinen Let's Plays und auch den Streams habe ich ja nicht so viele Spielstunden. Darum mache ich persönlich oft das Gleiche, um Geld zu verdienen. Und es nervt mich manchmal. Eigentlich wollte ich hier zum Beispiel nur 3 Gärten haben. Und dann habe ich viele Aufträge gemacht. Und das wurde schnell langweilig. Und die Aufträge haben mich immer betrogen in letzter Zeit. Also Ernteaufträge habe ich alles abgeerntet und es hat denen dann nicht gereicht. Da musste ich was dazu kaufen. Oh, Skarabäus, vielen, vielen Dank für dein Abo. Und damit ich selber jetzt andere Sachen auf verschiedenen Karten und Let's Plays machen kann, mache ich ja den Speedrun. Das ist ein extra Let's Play, wo ich so mich nur aufs Geldverdienen konzentriere. Und da will ich 5 Millionen oder mehr verdienen. Und das nehme ich dann als Grundlage für künftige Let's Plays. Dann kann ich auf irgendeine Karte gehen und sagen, ja, ich habe aus meinem alten Hof die 5 Millionen übernommen und kann mir jetzt hier einen schönen Hof aufbauen und Trauben anbauen zum Beispiel. Was man sonst finanziell irgendwie gar nicht richtig hinkriegt. So. Drusilla. Nach den Roleplays fragst du ja. Also ich habe das nicht immer gemacht. Eigentlich nur zweimal. Einmal ziemlich intensiv. Das war der Wettlauf um die Scholle. Und dann bei dem Alpinenpack, als das rauskam, das war auch so Halb-Roleplay. Und es ist sehr aufwendig und anstrengend, so ein Roleplay zu machen. Also das ist schon was ganz anderes als ein normales Let's Play. Und vor allem der Wettlauf um die Scholle, da war ich dann auch vom Zeitaufwand her froh, als es rum war und es hatte ja nur sehr wenige Folgen. Und ehrlich gesagt hat der Aufwand, den ich da reingesteckt habe, hat sich nicht in vermehrten Zuschauern aufrufen, niedergeschlagen. Und also ich habe zu viel Zeit für gebraucht und es ja, sind einfach, ist nicht so viel mehr angeguckt worden. Es hat so 5 bis 10 Mal so viel Arbeit gemacht und es wurde nur 50% mehr angeschaut oder so. Auf der anderen Seite mache ich sowas auch gerne. Und darum will ich das für die Zukunft nicht ausschließen. Aber bisher habe ich mich immer noch mit dem LS22 zusammengerauft. Und ich bin da auch immer noch nicht so ganz fertig, muss ich sagen. Also, ja, mit einigen Bereichen bin ich fertig. Ich weiß jetzt, wie ich im LS ordentlich Geld verdienen kann.
aber das ist halt schnell öde. Immer Silage und Gärten, das wächst einem schnell zu den Ohren raus. Und wie macht man dann so ein Rollenspiel, was dann auch eher nicht nur Geschichte ist, sondern wo man eine landwirtschaftliche Geschichte erzählt? Und wenn aber jedes Feld ein Jahr braucht, bis es Ernte abwirft und so. Und ich habe noch kein Konzept gefunden, sagen wir mal so, wo ich sagen würde, ja, das würde ich gerne als Roleplay-Let's Play machen. Und das war irgendwie im LS19 einfacher. Und ich habe ja schon bei den meisten Let's Plays im Prinzip eine kleine Geschichte am Anfang, warum ich dies und das mache. Aber sagen wir mal, bis Folge 100 ist es dann auch verloren gegangen, die Geschichte, also weil der Abstand, der zeitliche Abstand schon so groß ist. Und ja, eine Geschichte die ganze Zeit am Laufen halten, das macht halt sehr viel Arbeit. Und das mache ich dann, wenn ich sage, oh ja, da habe ich jetzt eine gute Idee. Auf der Karte will ich diese und jene Geschichte spielen. Dann werde ich das machen. Und ich möchte es aber nicht übers Knie brechen. So. So, jetzt mache ich mal Schluss mit dieser Folge. In der nächsten Folge geht es weiter mit diesem Livestream. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!